Okay, da ist nichts mehr. Aber hier unten war irgendwo noch was. Also war zumindest, so sah jedenfalls aus wie eine Abzeichnung, genau da. Okay, da ist aber auch nichts mehr. Dann kann ich eigentlich nur da nochmal schauen. Genau, ich kann nochmal kurz gucken, ob wir jetzt die Kanone hier bedienen können. Weil eigentlich habe ich ja jetzt die Erlaubnis, oder nicht? Ihr möchtet wissen, wo diese... Ja, das weiß ich. Ja, ich möchte gerne etwas reinschicken. Ah, ich sehe, ihr habt die Genehmigung des der großen Bibliothek eingeholt. Nun, wenn ihr die Genehmigung des Ausschusses für temporale Ethik habt, dürfte es kein Problem sein. Was möchtet ihr in die Anomalie schicken? Hä? Kuro euch nichts. Okay, schicken wir uns rein. Ist das euer Ernst? Möchtet ihr euch wirklich selbst mit der GHK in die Anomalie schießen lassen? Ja. Wie ihr wünscht. Ich schätze, man sollte sich aussuchen dürfen, wie man sterben will. Bereit? Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Yeah. Mit Style sind wir da reingeflogen. Kuro, seid ihr in Ordnung? Er hat nur das Bewusstsein verloren, Fräulein Fina. Scheint, als wären wir im Herzen der Anomalie. Ja, Atmosphäre hier ist sehr merkwürdig. Irgendwie verzerrt. Vermutlich wegen der Zeitfrequenzen. Dieser Ort scheint irgendwie die Realität zu beugen. Guten Tag, ich bin wieder wach. Kuro! Es hat funktioniert. Los, wir müssen nur noch das Fragment des Magischlüssels finden. Doch die Gewissheit, dass wir es hier finden, ist gering. Stimmt. Trotzdem brenne ich darauf, herauszufinden, was vor uns liegt. So. Ach du Heilige. Musik erinnert ein bisschen an Final Fantasy. Was für ein sonderbarer Ort, Kuro. Es scheint fast so, als sei die Realität hier irgendwie verzerrt. Als sei das Raumzeitkontinuum auf einen einzigen Punkt konzentriert. Und das hier? Ich frage mich, was das wohl sein könnte. Oh. Habt ihr das gesehen? Das Ding hat sich aktiviert. Tretet nicht darauf, das könnte gefährlich sein. Tretet nicht darauf, das könnte gefährlich sein. Ja, ich soll da nicht drauf treten, das könnte gefährlich sein. Hä? Das ist ja seltsam. Nachdem es kurz aufblinkte, hat es sich gleich abgeschaltet. Naja, nur so halb. Hä? Was macht das denn hier? Habt ihr etwas getan, Kuro? Ja. Ach, tatsächlich? Ich habe nichts gesehen. Als ihr auf das Ding getreten seid, hat es sich abgeschaltet. Wenn das ein Rätsel war, war es ziemlich dürftig. Die Rätsel dieser Anomalie haben mich bisher noch nicht beeindruckt. Habe ich hier auch noch irgendwas aktiviert? Nee. Diese Raumkrümmungs... Ganz schön anstrengend. Okay, hier ist sonst nichts außer das, was wir hier haben. Oh shit. Nice, wir können das drehen.
Warum guckte der Stein da nicht raus? Toll, das Ding da guckt nicht raus. Nee, in der Form kann ich nichts machen. Sehe ich das richtig? Muss ich denn hin? Da komme ich nicht hin. Da auch nicht. Ach, da ist eine Treppe. Ja, hätte man eben sehen können. Ah, jetzt bin ich auf einer anderen Höhe. Deswegen kann ich jetzt lang. Alter, das ist geil gemacht. Okay, da habe ich es verkackt. Kann ich hier? Ja, kann ich so mehr oder weniger, aber es hat mir nichts gebracht. Das Element finde ich mal richtig geil. Auch wenn ich jetzt hier es gerade verkacke wie sonst was. Kann ich das vielleicht mit ihr? Nice, okay. Ich kann es selbst machen. So, erstmal speichern. Dann machen wir hier ein bisschen Gras kaputt. Aber dieses, dass die Welt hier die ganze Zeit sich so krümmt, das ist schon ein bisschen... Ist ein Magilit? Ist ein Magilit? Okay, das ist nicht das Ding zum Aktivieren. Das auch nicht. Haben wir hier denn irgendwo was? Hier können wir die Welt wieder drehen. Da kommen wir her. Hier ist nichts. Ah, da ist die Platte, oder? Hä? Ach so. Okay, ich glaube, ich muss einfach wieder stehen bleiben, oder? Hä? Ach, shit! Dann läuft der zweite Kuro natürlich auf eine nicht gelegte Platte. Okay. Ich muss das vor allem auch zeitlich abstimmen, dass ich... Das war schlecht. So, nochmal. So, ich muss warten. Ich warte mal so bis 3 Sekunden. So. Jetzt warten wir hier. So, jetzt warte ich wieder. So. Mit ihm kann ich jetzt direkt loslaufen. Denkfehler gemacht. Er läuft dann ja auch da drüber. Kann ich gleichzeitig laufen mit denen? Aber ich brauche doch auf jeden Fall 3, oder nicht? Ich überleg gerade. Jetzt läuft der andere da wieder auf das Ding drauf. Bin ich denn bescheuert? Ich muss... Aber was ich machen muss, ist ja logisch, aber... Wie ich das machen muss, ist gerade noch die Frage.
Ich kann das hier jetzt stumpf ausprobieren, aber ich glaube, das hilft mir nicht so viel. Wenn ich hier stehen bleibe, kann ich zwar mit dem nächsten Kuro hier lang laufen. Aber nach unten komme ich nicht mehr. Nee, genau das ist. Aber ich brauche 3. Ich bin mir relativ sicher, dass ich 3 brauche. Weil, wenn ich einmal nach links gegangen bin, ist Ende. Dann brauche ich nur 2. Nee, aber wenn ich nach oben gehe, dann eine Runde laufe. Ja, wenn ich nach oben gehe und eine Runde laufe, also dann zum Beispiel rechts rum und dann nach unten und dann ganz nach oben wieder. Also, ich kann es ja mal ablaufen, wenn ich so laufe. So, dann habe ich das hier noch und ich habe die beiden noch. Das hier ist einfach, hierfür muss ich einfach den einen Schritt nach unten machen. Also nach hier. Aber nach hier oben komme ich ja nicht mehr. Wie komme ich denn hier wieder drauf? Wenn ich so anfange. Ja, wenn ich so anfange, dann ist hier schon mal blockiert. Dann kann ich wieder nur den nächsten hier rumlaufen. Aber dann kann ich hier wieder nicht mehr rauslaufen. Bin ich denn bescheuert? Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich irgendwas mit. Kann ich was mit den Spezialfähigkeiten machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube, die habe ich in dem Moment nicht. Doch, habe ich. Die machen aber nichts. Ja, er läuft jetzt gleich nach oben los. Das gibt es doch nicht. Bin ich denn jetzt, bin ich total bescheuert? Wie soll denn das funktionieren? Jetzt komme ich nicht nach unten links. Aber wenn ich jetzt... Oh Gott, man kann doch gleichzeitig laufen. Also entweder kann man gleichzeitig laufen oder ich hatte jetzt einfach nur... Oder es ist ein Bug. Es hat aber auf jeden Fall funktioniert, von daher alles gut. Aber ich habe zwischendurch ja versucht, gleichzeitig zu laufen. Wisst ihr, was das Symbol des Auges für die Magi bedeutet, Kuro? Nein. Die Magi waren stets bemüht, ihr Wissen zu mehren. Sie wollten alles über die Welt erfahren, alles sehen. Dieses Auge symbolisiert ihr Streben nach Erkenntnis. Es ist das allsehende Auge des wissenden Auges, das wissende Auge. Sehr hilfreich. Vielen Dank, Verwit. Wie sie dachte auch ich lange Zeit, dass man alles erforschen kann. Doch manche Dinge entziehen sich unserem Verständnis. Sobald man das akzeptiert, ist man weiser. Ihr braucht innere Augen wie in Bloodborne, habe ich gehört. Gut, hier haben wir das nächste Rätsel. Wir gucken erstmal voraus, was hier so ist. Wow! Einfach mal das Ding übersehen. Oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt muss ich das Rätsel nochmal machen. Ich meine, ich weiß, wie es geht, aber das Timing, da war gar nicht mal so einfach. Oh shit. Ah ne, es ist nur aktiviert, okay. Gut. So, erstmal umschauen wieder. Ah, wie die Dinger hier ein instant töten. Das ist mal heftig. Okay, wisst ihr was? Wir lösen das Ding einfach mal aus und gucken, was passiert. Okay, das passiert dabei nicht. Ah, er löst das aber jetzt aus. Hä? Ach. Wenn der einmal ausgelöst ist... Kann der nächste da durchlaufen, alles klar.
Ist natürlich blöd, dass ich da jetzt einen verschwendet habe. Wie er da oben jetzt einfach nur rumsteht. Er möchte nicht. Der eine Kuro will sich nicht opfern. Oh shit. Oh shit. Oh. Doch, es hat gereicht. Alles klar bei euch, Kuro? Ihr seid etwas blass um die Nase. Ich verstehe nicht ganz, was hier vorgeht. Es ist fast so, als hättet ihr gewisse Dinge vergessen. Ihr schlagt euch gut. Fast so, als würdet ihr diesen Ort bereits kennen. Das ist mir schon aufgefallen, als wir uns zum ersten Mal begegneten, Kuro. Ihr seid wirklich etwas Besonderes. Vielen Dank, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt das beste Zeichen, dass ich hier was Besonderes bin.